herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die ich selber auch Detail erst später erfahren habe. Zum Beispiel auch, dass ich am 7. schon da sein muss. Das sind so die kleinen, das Kleingedruckte zählt auch für mich zum Lesen. Aber das ist auch gut so. Ich habe das nicht gekannt, aber als ich dann mit diesen zwei Damen zu tun hatte, habe ich gemerkt, das läuft. Das hat mich gerade mitgezogen. Die haben die gleichen Vibes, wie ich auch habe. Einfach machen, machen, machen. Oder? Nicht zu viel überlegen, machen, vorantreiben. Und grundsätzlich ist es ja eine gute Sache in dieser Hinsicht. Ich sehe, Technik ist hart am Fighter. Ich kann auch ohne Präsentation euch eine halbe Stunde unterhalten, das ist kein Problem. Aber die 17,5 Millionen Zuschauer, die warten jetzt auf den nächsten Move. Ja. Also, ich habe eine halbe Stunde Zeit, um 35 Jahre von meiner Lebensgeschichte hier zu erzählen. Das ist eine echte Herausforderung auch. Gell? Und da gibt es sehr viele Episoden auch. Und das Thema von heute ist Underdog. Was auch nicht genau, was man mit dem assoziiert, wenn man das jetzt nachliest, was das genau ist, dann bin ich zuerst mal verschrocken. Underdog ist ja der, früher bei diesen Hundenkämpfen hat es einen Gewinner gegeben und einen Verlierer. Und der Verlierer ist dann der Underdog. Oder? Also erstens habe ich Angst vor Hunden, oder? Und zweitens also das Gefühl von diesem Underdog zu übernehmen, das ist ein rechter Scheissauftrag. Da gibt es sicher noch andere Definitionen, auf die wir die nachher noch eingehen. Aber ich kann ja euch auch fragen, ob ihr das Gefühl auch schon gehabt habt von Underdog. Haben Sie das auch mal schon gehabt, das Gefühl von Underdog? Ja. Das kennen Sie auch schon, nicht etwas, was ich muss speziell nachfühlen muss, wenn man zum Beispiel auch so gegen einen Stärkeren untergeht oder wenn man einen Auftrag an jemand anderem verliert oder auch im Alltag eine auf die Kappe kriegt oder jetzt auch als Corona-Unterdog umeinander kursiert, das ist auch ein Teil von der Realität auch. Und ich habe diesen Sport nicht ausgesucht, weil er Underdog-Sport ist. Ich bin auch per Zufall hierher gekommen. Telefonbuch A, nichts gefunden, B, Boxen vor 35 Jahren. Vor 35 Jahren hier rein spaziert. Jetzt bin ich immer noch hier auch. Ja. Das ist ein bisschen die Geschichte. Jetzt weiß ich nicht genau, wie muss ich ein Zeichen geben. Wenn ich zweimal zucke, dann kannst du mal. Ich fahre immer mit schlichten Folien. Ich möchte euch nicht mit 5000 Bildern und auch keine philosophischen Abhandlungen aufrechterhalten. Auf so ein paar Hinweise zu diesen Themen. Ja. Es kannst noch mal eins. Ja gut, das ist ja gut. Nein, zurück, ja, vorwärts zurück, genau. Ja, ja, ich glaube, die Definition, die hier steht, also Menschen, die trotz geringer Erfolgsaussichten das Beste daraus machen und sich mit denen besseren messen, ohne Mittel auch, das finde ich eine schönere Definierung als der Hund, der bissen wird und danach hat gebückt, muss durchs Leben laufen. Das finde ich so ein bisschen die Option. Und das habe ich hier die ganze Zeit angetroffen. Und ich habe heute von euch drei von diesen Themengebieten, die Underdog sind, bereit gemacht. Das eine ist das Frauenboxen. Boxen ist schon mal Underdog. Da kommt noch Frauenboxen dazu. Total crazy. Noch weiter unter, U1, U2. Das zweite Thema ist Boxen und Kultur auch, oder? Das ist also Hochkultur, Kultur und Boxen, das sind ja die zwei verschiedensten Querbereiche. Das hat mich auch beschäftigt, auch 30 Jahre. Und das dritte war auch der Einstieg auch ins Box-Business, auch Profiboxen. Wir haben heute auch zu Gast jemanden, der beim Herr Sauerland geschafft hat. Das ist für mich so Oberdog, ich bin Unterdog, Oberdog, Underdog. Also die Ambivalenz auf drei Ebenen in 30 Minuten, viel Spass auch. Gell? Gleichzeitig, was machen die da? Haben mich auch gefragt, warum kommen die da hin? Und den Ort kennenlernen. Es gibt gratis Trinken und Unterhaltung. Das sind sicher gute Aspekte. Aber es gibt auch eine Studie, die besagt auch, dass Underdogs mit Kreativität zusammenhängt. Es sind ja kreativ Mornings, sehr kreative Leute auch. Und schon allein die Tatsache, dass ihr hier sitzt und zuhört, trägt dazu bei, dass ihr kreativer werdet. Gell? Unglaublich. Gell?
Das ist auch so ein wissenschaftlicher Wissen, die man hat, Studien wollen, können das nachher auf der Folie nachlesen. Also schon allein die Tatsache, dort zu sitzen und zuzuhören, macht euch schon kreativer. Also unglaublich. Wir sind so, mit denen jetzt die Studie nochmal belegen, indem wir das nochmal verstärken. Ja. Wir sind hier in dem Boxkeller, der seit 50 Jahren da ist, auf der Kaserne in Basel. Es ist halt eine lokale Geschichte, das tut mir auch leid für all die internationalen Gäste, die da sind. Aber es ist auch gut so, klein, von klein nach auf oder nach oben auch. Ja, Boxclub Basel ist 96 Jahre alt, 400 Mitglieder, verschiedenste Abteilungen, auch eine rechte Geschichte hinter sich auch. Und auch gezeichnet von dieser Corona-Zeit auch. Wir haben auch Lockdown gehabt, aber was haben wir daraus gemacht? Schon 10 Tage nach dem Lockdown haben wir schon die ersten Bewegungsvideos ins Netz gestellt, wo die Leute haben können mit im Home-Training mit Gegenständen wie Wasserflaschen, Stegen, Putzlumpen ein Training können machen. Also das ist schon sehr schnell umgesetzt worden. Auch. Wir haben auch unmittelbar auch im Anschluss mit einem Kleinstgruppenformat ohne Kontakt anfordern, weil Boxen ist ein sehr intensiver Sport mit Nähe. Wir haben das angeboten gehabt mit einem riesen Aufwand, aber das zeigt auch, wenn man etwas machen will, da sind wir die kreativen Leute von euch, dann muss man sich engagieren. Sehr gut, du hast also meinen Achselzucker schon vorausgeschaut. Ich habe hier ein kleines Bild, das seht ihr nicht, es tut mir leid für die, die ganz hinten hocken, aber ich kann es euch beschreiben, das ist der Vorstand vom Boxclub Basel. Und dort hat es auch, wenn man genau anschaut, hat es 3 Frauen dabei und 2 Hunde. Gell? Also der eine Hund bin ich unten rechts. Der Underdog. Und unten links ist nochmal ein Hund, gell? Das ist im Markus, sein taubstummer Terrier. Gell? Und das sind. Er hört nicht gut, er ist, glaube ich, in 100 Jahren, glaube ich, über 150 Jahre alt. Genau. Ja. Und wir sind jetzt auf diesem Bild und ich sehe auch, das sind sehr, also das, was ich da, dass man hier da alles herstellt, das mache ich nicht alles allein. Da hat es sehr viele Leute, die dazu beiwirken. Auch. Und das wollte ich auch noch sagen. Ich sehe mich auch selten in den Posts und so, in den 30 Jahren, die ich gemacht habe, steht nie mein Name drauf. Auch. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Ja, wir haben, das ist jetzt sehr kleingedruckt auch. Es ist uns wichtig, also es geht ja darum, dass ihr so ein paar Ideen mitnehmt, auch für euer Business. Wir haben so die Grundsatzwerte bei uns. Und die sind unbestritten auch. Und an denen halten wir auch fest. Und das trägt auch zu dieser Kultur hier bei, wo wir hier auch leben. Und dort bin ich auch diktatorisch unterwegs, dass die eingehalten werden. Das ist wichtig auch. Man muss das irgendwie durchboxen auch in diesem Bereich. Das ist der Sport steht im Mittelpunkt. Gell? Das ist, wir sind hier ein Boxverein, also muss man geboxt werden. Die Leute sollen das Fitness machen, das Fitnessboxen in den verschiedensten Formen auch. Wir müssen das ermöglichen, wir müssen das so ermöglichen, finanziell auch, logistisch und zeitlich, dass die Leute Zugang haben. Das ist unser Auftrag auch, oder? Wir haben einen Verhaltenskodex hier auch, dass die Leute einen gewissen Anstand und jetzt auch noch Hygieneregeln und Abstandregeln einhalten, aber auch so, vor allem auch Umgangsregeln, auch, das ist wichtig, auch, das gehört auch dazu, weil sonst haben wir dann Ebenen, die sich verlagern. Kein Platz für Rassismus, kein Sexismus, Gleichberechtigung und Respekt sind ganz grosse Worte, aber die muss man dann auch so umsetzen und leben. Auch, oder? Gleichberechtigung und Respekt auch. Keine Diskriminierung und auch nicht, last not least, ist auch Sport auch verbunden. Ich sehe gerade, die Mülltonne wird gewechselt auf der Kaserne. Das ist auch das Baudepartement, das dafür sorgt, dass der Platz auch sauber und belebt wird. Jetzt ist er dann gerade vorbei, das ist auch gut. Eben, Erfolg ist im Mittelpunkt und an dem werde ich auch gemessen. Oder? Dass ich, man kann sagen, was man will, wenn ich keinen Erfolg hätte mit meinen Sportlern, dann wäre ich jetzt nicht da, hundertprozentig nicht. Gell? Das ist ein ganz klarer Effekt. Wenn man immer verliert die ganze Zeit, dann geht die Geschichte zu Ende. Du kannst sagen, kannst machen, was du willst. Du kannst sie noch ein bisschen faken, gell? Und dann aber sonst irgendwann ist es fertig, lustig. Und das ist auch, das ist hart daran. Das ist auch bei den Events, die wir machen, auch bei den Trainings, die wir machen. Wenn keine Leute kommen, wenn die Veranstaltung bach abgeht, dann kannst du das nicht allzu oft wiederholen. Und auch, ein letzter Punkt, auch keine Politik. Das finde ich für mich auch noch wichtig. Ich bin auch ein bisschen Politiker. Und da sollte die Zone politikfrei bleiben, das finde ich auch gut. Die Leute sollen hier hinkommen, abstellen, eine halbe Stunde auftanken und wieder gehen. Und wie wichtig das ist, haben wir auch gemerkt, sobald wir die Tür aufgemacht haben, jetzt nach diesen 8 Wochen Unterbruch, haben über 200 Leute, die wieder gekommen sind, auch. Okay, ein paar haben auch aufgehört,
Aber bald sind wir wieder gekommen, jetzt können wir weiter noch die Event auch Sport machen. Die Sozialisierung ist wichtig, die Ablenkung ist wichtig. Wir sind noch nicht gemacht für das alleinige Homeoffice oder auch das Einzel daheim bleiben und dahin garen auch. Ja, das erste Thema, das ich möchte aufgleisen möchte, ist Frauenboxen. Und ich möchte euch nicht mit Bildern konfrontieren, wie das vor 30 Jahren war. Das ist jetzt ein aktuelles Bild, 2020. Ich sehe das vielleicht nicht so gut auch. Aber das sind jetzt etwa 50 Frauen. Das Bild ist vor Corona gemacht worden, gell? Damit man jetzt wegen Abstandregeln eingeht. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit mit dem Frauenboxen. Das hat angefangen. Als ich hier angekommen bin, haben im Schnitt etwa 15 bis 20 Männer hier trainiert. Das sind zwei Trainings pro Woche, am 8. Uhr oben, am Dienstag und am Donnerstag. Und das ist sehr eng gesehen, sehr vulgär ist das falsche Wort, aber halt, wenn so halt Rudel von Männern da sind, hormongesteuert, das ist echt eine grobe Sache. Da hat ab und zu eine Frau reingeschaut, ist wieder rückwärts rausgelaufen. Das sind die Anfangszeiten gesehen hier auch, oder? Und dann, 10 Jahre später, dann auch, bin ich Trainer geworden. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl hat mich echt beschäftigt. Ich bin mal in Amerika gesehen, dann habe ich dort gesehen, es gibt auch so Frauenzonen auch. Und dann habe ich gesagt, ich mache das einfach hier, oder? Gegen sehr viel Widerstand auch, oder bin auch ausgelachen, auspfiffen, belächelt worden. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich nehme einen Zusatztag, damals, glaube ich, der Montag oder der Dienstag ist das gesehen, und habe einfach gesagt, Woman only, oder? Und dann haben wir mit einer Grafikerin zusammen, das war Katrin Reber, die kennen da ein paar offensichtlich, schnick, schnack, ein Flyer zaubert, oder? Woman only, und ich habe, glaube ich, die erste Stunde habe ich gemacht mit einer Frau da drin, gell? Das war Reality gewesen. Und seither sind 35 Jahre vergangen, und keine einzige Stunde ist ausgefallen. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Das ist vielleicht auch für die, die andere Stunden, andere Sachen machen. Keine einzige Stunde ist ausgefallen. Jede Stunde hat teilgenommen. Unterdessen kommen hier im Schnitt etwa 30 bis 40 Frauen im Training. Reduziert auch. Vorher sind es fast 50 gewesen. Und die trainieren regelmäßig. Und unterdessen auch, wenn man hier hinkommt, spielt die Genderfrage gar keine Rolle mehr. Und das ist eine rechte Errungenschaft auch. Ob das mit Kreativität zu tun hat, weiß ich nicht. Kreativität heisst für mich auch vor allem sehr, sehr viel Arbeit auch und sehr viel Herzblut und auch immer konstant dranbleiben. Okay, nach dem ersten Training ist die Gruppe grösser geworden auch. Man muss auch sagen, dass, wenn man sich die Zeit damals zurückversetzt, also in so 80er Jahren, hat es da oben nur eine Dusche gehabt mit drei Hähnen. Ja? Und dann bin ich mal als so 16-, 17-Jähriger bin ich da oben in die Dusche gegangen und da oben haben die Basketballerinnen trainiert, oder? Und dann bin ich am Duschen gesehen und plötzlich kommen so Basketballerinnen rein und die ziehen sich einfach nackt aus und duschen neben mir, oder? Das ist mir so crazy gewesen. Also wenn ich mir das so vorstelle, heute, wenn ich so würde nackt in eine Frauendusche gehen, das kommt nicht gut an. Nur, dann würde ich das mal zuordnen. Ja, das haben wir dann, hat sich dann noch ein bisschen besser gestaltet. Auch. Es hat eine zweite Damendusche gegeben unterdessen. Das Frauentraining ist grösser geworden, es ist intensiver geworden. Wir haben ein Wettkampffenster eröffnet, wir haben von Wettkämpfen gemacht. Es hat sich ein Wettkampfteam gebildet auch, und es ist immer so weitergegangen, es hat sich immer aufgesteigert auch. Wenn man das faktisch anschaut, auch, macht das überhaupt Sinn? Oder wenn man das jetzt würde so. Wenn man das mit heutigen so Budgetplanen diskutiert, würde ich sagen, ja, Ertrag, wie viel kostet das? Eine Stunde, so und so viel Aufwand, dann würde jeder sagen, machen wir nicht, oder? Machen wir nicht, das ist teuer, das bringt nichts, das hat keinen Ertrag auch. Und wir haben es trotzdem gemacht auch, das ist vielleicht auch der Input aus. Gewisse Sachen muss man halt einfach durchzwängeln auch, mit sehr viel Aufwand und auch Eigeninitiative. Und am Schluss bleibt das übrig. Und solange man da Freude an dieser Sache hat, funktioniert das auch. Das ist für mich auch ein wichtiger Faktor gewesen, meine eigene Freude auch, respektive die Freude auch, die ich zurückkriege von diesen Leuten. Die Geschichte ist dann noch weitergegangen. Vielleicht kann man jetzt ein paar andere Bilder zeigen. Das sind zum Beispiel, ja, das ist jetzt auch so eine Errungenschaft, die auch ein bisschen untypisch ist. Wir haben bei uns sehr hohe auch Trainerinnenquote auch. Das muss man sich auch mal von innen ziehen auch. Boxen wirst dann von einer Frau unterrichtet. Für viele Balla Balla, oder? Aber das ist auch, das gehört auch, das diskutiert auch niemand mehr bei uns auch. Das nächste Bild.
Wir haben gesehen, auch so in den Jugendkursen, auch, die Jüngsten sind 5, 7, 10, das sind jetzt so die 10- bis 13-Jährigen, haben wir fast 40% Frauenquote. Die können einfach boxen, das ist nicht irgendwie so tabuisiert. Ja. Das ist auch eine Errungenschaft von dieser Leistung. Und das ist bei mir, das ist bei uns nicht Diskussion, Genderquote oder Zwang, sondern das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich auch eine Normalität, wo in anderen Zonen, wenn man zum Beispiel an den Vorständen anschaut, von anderen Grossfirmen, kann man die Frau auch mit der Lupe suchen. Oder? Jawohl, weiter geht's. Hier sehen wir ein paar so Aufnahmen auch. Es gibt noch die dynamischere und auch die intensivere Form von dem Boxen, das ist Wettkampfboxen auch. Und da würde ich mal kurz stoppen jetzt. Da würde ich vielleicht auch noch einen kleinen Input machen, ob Sie eine Ahnung haben von Boxen, wie Boxen funktioniert auch. Keine Ahnung, gell? Deswegen habe ich mir etwas überlegt, wenn ich das kann, vielleicht in 3 Sekunden zeigen kann. Dafür brauche ich 2 Leute, nehme ich euch 2 genau. Ich sage, könnt ihr mal kurz vorkommen? Ja. Immer mit Abstand halten. Ja. Sie stehen hier rechts an und Sie stehen hier links an. Genau, ja. Jetzt möchte ich euch Boxen erklären. Ja. Ich gebe das einen Prügel, gell? Es ist natürlich alles putzt, ein bisschen blank geputzt, gell? Fernsehboden. Nein, Brille gehen nicht kaputt, ja. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, oder? Aber lasst mich doch das kurz erklären. Es geht jetzt darum, dass ihr beide mir einen Punkt sammeln, gell? Das ist jetzt keine Cumulus-Punkte oder Kreditpunkte an der Uni, sondern wir einen Punkt sammeln, indem wir euch mit dem Stadium berühren. Und wer mehr berührt, sie hat sich als total nicht aggressiv bezeichnet vorher. Wer mehr Punkte macht, der gewinnt auch. Okay? Und die Regel heisst parat und dann heisst Box. Und wenn ich Stopp sage, ist fertig. Gell? Was nicht erlaubt ist, den Styropor ins Auge hineindrücken. Auf damit ich es gesagt habe. Also, ich weiß schon, dass nicht mehr. Also, parat, mal Shake Hands kurz. Ja, Shake Hands. Nein, du hast ja noch für. Nein. Shake Bangle. Ja, Shake Bangle, genau. Okay, ja, Shake Bangle. Bangle Shake. Okay, haben wir ein neues Wort erfunden. Parat, jetzt einfach Punkte. Wer mehr Punkte macht, parat. Und ihr könnt auch jubeln dahinter. Komm, Box. Ja, go. Jawohl. Ja, go, pop, pop, ja. Ja. Jawohl. Und stopp. Jawohl. Also, kleiner Applaus vom Tor Stobli. Ja. Natürlich geht es jetzt darum, beim Boxen, es ist einfach nicht spielen, sondern wer gewinnt und wer verliert auch, oder? Jetzt kann ich zum Beispiel dich fragen, wer hat gewonnen nach deiner Perspektive, musst du jetzt entscheiden, jetzt? Okay, gell? Hart, ja, du musst die Hand aufstrecken, Sieger. Und Underdog, gell? Also, das ist jetzt eigentlich schon gesehen. Ich kann den Bengel wieder anlegen. Ja, so funktioniert Boxen. 2 Leute, die sich freiwillig melden. Und sich messen wollen. Und der mehr Punkte macht, der gewinnt auch, gell? Wie sieht das jetzt in der Dynamik aus? Da möchte ich jetzt vielleicht die nächste kurz da anbieten. Wenn du kurz Zeit hast, Gabi, vorher zu kommen. Ja. Wie sieht das jetzt in der Dynamik aus, vielleicht auch? Dann machen wir ganz klein. Ich habe gesagt, es geht 30 Sekunden, nicht einmal. Gell? Sie zieht das Händchen an. Wie sieht das in der Dynamik aus auch? Ja. Wann muss ich fertig sein, genau? Am 9. Es ist jetzt 3 vor 9. Aber Technik ist schuld, ja. Jawohl, genau. Jetzt machen wir. Es geht das einfach in der Dynamik aus. Wie das eben so aussieht, ein kleiner Einblick. Ja. Jawohl. Es ist kalt, gell? One, three. Moving, damit die anderen sehen. Jawohl. Und 5. Faster. Okay, das langt auch schon, gell? So. Ja, damit ihr ein bisschen das Gefühl haben, wie das so bängelt auch, gell? Sie sind in der ersten Reihe geguckt. Wie war das für Sie? Bam, bam, bam. Ja, ja. Ja, genau. Jetzt kann man auch die nächste Folie laufen lassen. Ja, das ist jetzt auch so ein Endprodukt von dieser ganzen Geschichte. Das ist jetzt Gabi Tima Balboa, auch ja, ihr Künstlername. Das ist die erste Basel Profi-Boxerin gewesen.
auch so in der Geschichte von Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Okay, ja, das war es schon gesehen. Wir wechseln schon zum Thema 2. Ich habe ja noch 30 Sekunden Zeit. Boxen und Kultur auch. Ich selber habe mit Boxen ehrlich gesagt auch Mühe gehabt. Auch. Ich weiß auch nicht genau, ich bin da aus Reflex da geblieben. Ich bin jemand, der Gewalt verabscheut. Und ich bin auch jemand, der das heute noch in diesem Milieu, ich habe ganz, ganz wenig Freunde. Ich lebe da meine eigene Welt auch. Und die Freunde, die ich habe, sind die, die hier bei mir trainieren oder mit mir zusammenarbeiten. Aber sonst, das ist ein komisches Milieu auch. Aber was mich so immer fasziniert hat, ich habe auch gerne Kultur gehabt. Und dann habe ich das auch ein bisschen so reingezwängelt. Also man nimmt Kultur und Boxen und mischt das dann zu einer Paste zusammen. Und daraus ist eine ganze Reihe entstanden. So eine Boxeo haben wir das benannt gehabt. Eine Box- und Kulturreihe, wo ich habe schon ein paar Posters gesehen. Wenn ihr da ein bisschen rumschaut, seht ihr noch eine ganze Reihe hier von diesen fast 35 Veranstaltungen. Und Veranstaltungen, muss ich auch sagen, da habe ich auch so unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven gehabt. Wenn man heute eine Veranstaltung macht, muss man Minimum Eventveranstalter-Ausbildung machen. Beste Fachhochschule, 2 Doppelabschlüsse auch. Da braucht es auch, das braucht für jeden Bereich eine Abdeckung auch. Und es braucht ein Budget, es braucht eine Kommunikationsfachperson, es braucht also die ganze. Und wir haben das alles so sehr rustikal gemacht und wir haben es auch durchgezogen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich auch. Wenn ich jetzt zurückschaue und mir sagen würde, ich tue die Veranstaltung konzeptgetreu durchführen, damit ich zuerst mal ein Budget mache. Gell? Woher kommt das Geld rein, wo geht es raus, wer macht genau was, wie viele Leute brauche ich für das auch? Dann hätte ich die erste Veranstaltung noch nicht gemacht. Gell? Hat sie nicht gemacht, weil wir sind in einem Underdog-Bereich. Wer unterstützt Boxen? Wer unterstützt Boxen und Kultur? Also ich kann euch sagen, die Hand hier ist schön sauber und die ist abgenutzt vom Türklingenputzen. Ich habe, glaube ich, jede Türklinge geputzt in Basel. Ich habe jede Veranstaltung, die ich nutzen konnte, habe ich genutzt. Auch. Aber ich habe es jetzt eingelassen. Es hat keinen Wert, es bringt es nicht und dann mache ich es aber trotzdem. Ich mache es trotzdem auch für meine Sportler und für die das gerne besuchen wollen. Und das wird gerne besucht auch. Wir haben im Schnitt etwa 600 bis 800 Zuschauer, wenn wir das ganz, über die ganze Bandbreite durchlegen. Und 600 bis 800 Zuschauer ist kein Kleinveranstalter mehr. Ja, wenn man das vergleicht auch mit dem RTV oder mit dem EHC Basel, sind wir noch sehr gut dabei auch. Wir sind noch nicht auf FCB-Niveau. Gell? Ich sehe hier jetzt eine Produktion, die wir gemacht haben, auch, das ist auch so crazy things. Die erste Boxeo 1 haben wir im Unternehmen mitgemacht. Gell? Muss man sich auch mal vorstellen, die Lokale kennen das. Anthroposophie, gross. Und dann Boxen reinbringen, das hat total gematcht auch. Die erste Veranstaltung war total ausverkauft. Meine Boxen sind Türsteher, wir mussten durchheben, weil sie die Türen reindrücken wollten. Die zweite Veranstaltung haben wir dann mit Tino Krattiger gemacht, 2001 auf dem Floß. Und dann ist es so weitergegangen, wir sind schon überall dabei gewesen, auch mit unterschiedlichen Kombinationen. Ich habe Kooperationen gemacht mit der Kaserne Basel damals, mit der Carena Schlewitz, sehr viel. Auch Theaterproduktionen, Tanzproduktionen, alles vermischt. Okay, die Leute haben welche Boxen gesehen. Ob jetzt da eine gesungen hat, am Trapez gehangen ist oder ein Gedicht, sie haben welche Boxen gesehen und trotzdem haben sie es genossen. Und wir haben auch das Publikum erweitert, auch. Wir haben ganz andere Besucherfrequenz gehabt. Wenn man heute an eine normale Boxveranstaltung geht, hast du 98% Männer mit kurzen Haaren und ein bestimmtes Publikum auch. Und jetzt, wenn man bei uns geht, ist es recht durchmischt, auch, weil es einfach noch ein bisschen andere Aspekte hat. Auch. Es ist ein bisschen fast so hipstermäßig, das ist auch unangenehm. Aber die Leute wollen Boxen sehen. Die wollen sehen, der Hauptvermarktungspunkt. Boxen ist attraktiv, weil es ist eine offene Dramaturgie. A gegen B haben sie vorher gesehen. Die einen haben gesagt, hoffentlich gegen den Ball aufzuschnurren. Die anderen haben gesagt, Hopp Frau, oder? Und der dritte ist egal gesehen, oder? Und das ist auch so das Spannende daran. Und dann haben wir einen schönen Oben verpasst und dann gehen wir wieder heim. Und das ist ein Kulturaspekt, der wichtig ist. Auch. Das merkt man auch heutzutage, wo die Kultur wegfällt auch. Das wird uns dann auch ein bisschen verarmen, wenn das nicht mehr so ist. Wir können gerade weiter. Ja, wir haben hier die Poster, können wir nachher selber anschauen. Die ganze Geschichte ist hier, das ist dann so weitergegangen auch. Und ich sehe, das Bild habe ich mir noch speziell reingegönnt.
Ich tue auch mein Wettkampfteam, das ich betreue, tue ich auch dazu aufmuntern, kulturell mich zu unterstützen. Und dann haben sie mir dort in so Mistkübelsäckartige Veränderungen sich verwandeln. Für eine japanische Fotografin, die eine weltweite Ausstellung gemacht hat über so Bilder und Vereine. Und dann haben wir das nächste Bild anschauen. Und so hat es eigentlich vorher ausgesehen. So haben die Sportler vorher ausgesehen. Also ja, das ist ein bisschen so, auch das Setting, das auch hier sich breit gemacht hat. Okay, ja. Jawohl. Ja, Projekt Weltmeister, das ist das dritte Thema. Gell, ich habe immer noch 90 Sekunden Zeit, ist da geblieben. Projekt Weltmeister, der junge Herr, da ist damals zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte jetzt Profiboxer werden. Und ich bin ja nicht von Fach aus Manager wie der Herr Sauerland, wie bei euch zum Beispiel. Ich habe das auch müssen erfassen und habe gesagt, ist das möglich, realistisch, machen wir doch. Okay, haben wir losgelegt auch. Wir haben losgelegt auch. Im Wissen auch, dass wir sehr lange Zeit werden arbeiten müssen. Das sind nachher fast über 10 Jahre geworden. Gell? 10 Jahre Arbeit, 35 Jahre Frauenboxen. Außer wenn wir uns mal vorstellen, 35 Jahre, jeden Montag 2 Stunden. Und dann, das ist ja nur ein Aufwand. Der andere Aufwand, dann, wenn es richtig Wettkampf geht, 4-mal pro Woche trainieren, an die Wettkämpfe gehen, vorbereiten, nachbearbeiten. Das ist brutale Arbeit. Also, mein Umfeld hat brutal gelitten, das kann ich sagen. Ich habe auch so im nächsten Umfeld auch ein paar Schäden gehabt. Das ist unverweigerlich. Aber es hat auch Gewinnmomente gehabt. Und solange sich die Gewinnmomente in Oberhand halten, ist das gut. Aber der Aufwand in PS, das ist schon immens. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Nicht einmal die Boxer und Boxerinnen, die bei mir gesehen sind, die haben das vergessen. Es geht am Schluss nur noch um sie selber. Das ist auch gut so. Oder? Aber der Aufwand war gemacht bei allen. Bei den Wettkämpferinnen, wo wir insgesamt fast 500 Kämpfe gemacht haben, 500 Mal an so Veranstaltungen fahren, vor- und nachbearbeiten. Unglaubliche Geschichte. Und dann noch Profiboxen, noch eins drauf. Profiboxen bedeutet einfach Geld, gell? Geld investieren. Das ist nicht anders bei einer Tenniskarriere. Eine Tenniskarriere kostet auch so. Eine normale, minimale Tenniskarriere kostet im Jahr etwa 120.000 bis 150.000. Alle Trainerstunden, alle Verschiebungen, alle Turniere, alle Flüge zahlen. Das ist bei uns auch nicht anders. Auch, gell? Und dann Profiboxen ist noch eine Stufe mehr, weil wir haben ja nicht einmal Unterstützung. 5 Franken für Tennis tun wir einfacher spenden als fürs Boxen. Oder? Das habe ich schon selber gelernt. Auch. Und trotzdem haben wir das gewagt auch. Und ich bin dann mit dem Herr da. Er ist heute auch da. Er hat gefragt, ob er da ist. Ja, er ist da als Papa. Ja. Wie mit dem Herr dann da haben wir angefangen zu boxen. Und dann jetzt kannst du, glaube ich, das Bild wechseln. Und haben dann dort auch so ganz strukturiert auch so einen Phasenplan aufgebaut. 1, 2, 3. Wie soll es weitergehen auch? Und wir haben eine sportliche Laufbahn gehabt, aber auch eine wirtschaftliche auch. Und ihr könnt euch denken, dass die sportliche Laufbahn haben wir einhalten können, gell? Anzahl Kämpfe, sich aufarbeiten, statistisch besser werden. Aber die finanzielle Seite ist eine Tragödie gewesen auch. Das haben wir sehr schnell gemerkt auch. Und ich bin schon überall von Pontius bis Pilatus gesehen. Alle haben gesagt, super Sache, super Präsentation. Aber leider haben wir keine Boxen unterstützen, weil das nicht in unser Konzept passt. Oder ich habe kein Geld mehr, ich habe das Budget schon ausgegeben. Und ja, ich komme vielleicht schauen. Und so, ja. Aber schauen sind sie alle gekommen. Aber die Unterstützung haben wir dann selber kreieren auch. Ja, und dass wir sportlich das realisiert haben, das haben viele gar nicht wahrgenommen. Auch. Man nimmt auch nicht wahr, wenn jemand so viel trainiert. Auch. Man hat vielleicht ein paar Bilder gesehen im Fernsehen oder ein paar Ergebnisse gehört auch. Es ist so eine leichte lokale Euphorie entstanden auch. Aber die Tatsache zum Beispiel, dass wir mit dem Weltmeister zusammen trainiert haben, das war Wladimir Klitschko gewesen, oder das nächste Bild. Oder auch, dass der Tyson Fury hier im Boxkeller war, ist für Sport. Das war weiß nicht genau, wer von euch im Grafikbereich der Gott ist, oder? Haben Sie mir eine Ahnung? Sie, ist sie Göttin?
Katrin Reber und sie, sie sind die Göttinnen vom lokalen Grafikbusiness. Und beim Boxen ist das der Tyson Fury, er hat den Klitschko geschlagen. Und er ist in Basel gesehen, in dem Boxkeller, wo ich jetzt dort auf der Bank gehockt, wo du jetzt dort hockst, ist auch der. Hat nur die Vorstellung, also sportlich sind wir sehr weit gekommen, aber finanziell immer wieder schwieriger auch. Und desto weiter auf, was man kommt, desto schwieriger wird das auch. Das haben wir dann auch gespürt auch. Und trotzdem haben wir dann 2014 haben wir es geschafft, einen Europameisterschaftskampf auf beide Stellen in der St. Jakobshalle, wo erfolgreich geendet hat, sportlich. Gell? Finanziell hat der Boxclub Basel dann und andere auch die Zeche dann noch hat ausgeglichen, das muss man nicht vergessen. Das sage ich auch gern. Aber sportlich haben wir das auch erlangt gehabt. Und das ist dann so weitergegangen. Und dann ist das nächste Bild. Dann ist auch der Moment gekommen, auch, wo dann auch so ein gewisser Moment von, ich würde das mal so beschreiben, auch, wo die Erwartungshaltung sich auch jetzt verändert hat. Und der Arnold auch eine gewisse Selbstständigkeit, Eigenständigkeit sich gewünscht hat, weil er hat, wir haben ja das finanziert gehabt, unter anderem auch mit seiner Familie, wo das auch und ein paar kleine Sponsorengruppen auch, aber vor allem auch durch unsere gemeinsame Arbeit auch und durch den Aufwand auch vom Club haben wir das können aufrechterhalten. Und dann hat er sich 2016 entschieden, in einer sportlich sehr wichtigen Phase ein eigenes Gym zu eröffnen, auch in Prattlen auch. Und gut, die die Geschichte kennen noch hat, es ist noch, zu einem Höhepunkt gekommen. Das ist der lange ersehnte Kampf, den wir zusammen aufgebaut haben. Ein Spitzenkampf, das war zwar kein Weltmeisterschaftskampf, aber es war ein Kampf gegen einen Weltmeister. Das war der David Haye. Und da hat der Arnold dann auch, den Kampf hat er verloren. Das hat dann er ist dann zum ersten Mal live im Schweizer Fernsehen übertragen worden. Das habe ich auch erst am Freitag zur Nacht erfahren, gell, dass man das am Samstag übertragen werden. So viel auch zum Thema Sponsoring-Setting. Er hat jetzt zwei Europameisterschaftskämpfe gewonnen gehabt. Beim ersten hat das Schweizer Fernsehen ein Doku gemacht und hat das gezeigt im Sportpanorama, nur weil der Cancellara Durchfall gehabt hat. Der Cancellara Rubert hat einen Durchfall gehabt, er konnte nicht teilnehmen, er hat ihnen ein Bericht gefehlt und dann haben sie halt den Arnold genommen. Das war für uns super gewesen. Dankeschön, Cancellara. Und das Zweite ist aber gesehen, als er das zweite Mal Europameister geworden ist und auch gekämpft hat, hat er sogar mit gebrochener Hand, hat er 7 Runden gekämpft, haben sie nicht einmal das Ergebnis gebracht. So viel auch zum, wie soll ich da Geld elaborieren? Und deswegen ist das auch so weitergegangen. Und dann ist der David Haye-Kampf gekommen, hat verloren. Und ich finde, das Bild ist für mich genauso wichtig wie die Bilder von den Niederlagen. Die meisten vergessen, dass in diesem Sport, und das ist vielleicht für euch auch noch eine Botschaft, auch, das Verlieren ist ein Teil des Business. Und wir Sportler nehmen das sehr sportlich. Also das Verlieren, man gibt sich die Hand noch her. Okay, man ist traurig, auch, das kann einen Schaden verursachen. Aber man gibt sich die Hand und das läuft echt sauber im Fall ab. Es ist nicht irgendwie so, sticht die ab und fertig und auch so hassen. Man verliert und das vergessen die meisten trotz der Brutalität und der Spannungsintensivität, die dort vorherrscht. Es ist eine sportliche Angelegenheit, hat verloren und das haben wir auch in Kauf genommen. Und da kann man die Ursachen suchen, jeder sucht in seinem Bereich auch. Wir sind der Lächerlichkeit ausgestellt gewesen, weil ja das Fernsehen zum ersten Mal das zeigt, hat verloren. Ja, hatte ich vorher schon gewusst, ja. Er hat nach 20 Sekunden einen Schlag ins Maul gekriegt. Und die vorher hier in den Schlagpolster reingeschlagen haben, die wissen das, wenn du 1000 Kilogramm ins Gesicht kriegst, ist nicht lustig, auch für einen Sportler, da kann man sich nicht verteidigen. Der David Haye selber hat ein halbes Jahr später verloren, der Klitschko hat verloren, das gehört auch dazu, der Mike Tyson hat auch verloren, der jetzt wieder kämpft mit 52. Aber das gehört halt zum Sport. Okay, ich glaube, ich bin am Ende, oder? Jawohl! Das war es gesehen. Mein Endprodukt ist eins von meinen persönlich schöneren oder schöneren Boxplakate auch. Das ist so, da haben wir mit der Art Basel haben wir Veranstaltung gemacht. So ein Pre-Event von der grossen Party, die gratis war. Und das Thema war dann Boxen und Zirkus zum Beispiel. Und da habe ich mit dem Zirkus Maus zusammen geschafft. Und dann hat es tatsächlich fertig gebracht, dass eine Wildsau den Gong geschlagen hat. Und seine Katze und seine Hunde auf der Ringseil umeinander gelaufen sind.
und der Entertanz im Ring stattgefunden hat. So viel. Ich wünsche euch viel Kreativität und viel Erfolg auf eurem Weg. Das war's sehen. Ich bin 5 Minuten länger als geplant. Besten Dank auch noch für das Dabeisein. Ich habe noch etwas Kleines zusätzlich noch da. Etwas ganz Kleines, ja. Ich möchte mich noch. Ja. Ich möchte mich eigentlich noch bei diesen zwei. Das ist mir noch wichtig auch, eine Frage von Stil und Etikette. Ich möchte mich noch bei den zwei Damen bedanken, die ein paar Mal hierher gekommen sind und das vorbereitet haben. Und heute wird es 37 Grad, gell? Und es ist wichtig, dass ihr Flüssigkeit zu euch nehmt. Und ich habe euch hier so eine kleine Trendflasche. Hören wir kurz dafür, damit wir euch auch noch sehen. Und einen Applaus auch. Ja. Nicht hauen. Okay. Ja, jetzt habt ihr Fragen, genau. Wir machen das ja immer. Die Fragenrunde, genau. Druckt noch etwas auf dem Herzen. Genau. Wenn ihr euch nicht getraut, hören wir auch persönlich Fragen, hören wir auch einen Brief schreiben. Ich tue alles beantworten. Das wäre es gewesen. Ich rate euch jetzt aufstehen, ein bisschen auszulockern, auch den Austauschcharakter zueinander überlaufen. Also, wer bist du? Was machst du genau? Wie kannst du mir helfen? Kannst du mir einen Fuß geben? Und so Sachen jetzt in diesem Belang. Das ist ja der Teil auch, der aktive Teil. Immer noch unter Einhaltung von der Distanzregeln und Anstandsregeln. Ja, vielen Dank. Also, ich habe ja. Dazu sagen, man muss nicht immer auf Psychologen hören. Ja. Das ist mal mein erster Grundsatz. Und das zweite ist, finde ich viel wichtiger auch, die Leute müssen das ausprobieren. Sport ist eine dynamische, multifaktorielle Interaktion. Und das muss man ausprobieren. Und dann merkt man, wenn man so heimkommt, hat man ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Und dann muss man sehr stark auf das Gefühl hören. Auch. Man muss etwas ermöglichen, man muss etwas auch in einem Setting machen, wo die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass man sich wohlfühlt auch. Oder? Da muss man auch schauen, wenn ich da bekomme und irgendwie noch 20 Gestalten, die sich gegenseitig anfluchen, dann kannst du dich nicht wohlfühlen. Das Setting muss passen, du musst es ausprobieren. Und ich bin jedem dankbar, der da war und wieder geht. Gell? Um Gottes Namen, wenn alle wieder da bleiben, hat man einen Stau. Gell? Die sollen das ausprobieren und wenn es nicht passt, der Haus weitergeht. Das ist auch ein normaler Prozess. Ob Sport zwingend wichtig ist, möchte ich nicht so erpressen, aber es ist ein Teil. Es ist ein Teil von unserem sozialen Alltag auch. Und jeder macht das auf seine Art. Wenn für jemanden Sport ist, Stegen abzulaufen anstatt den Lift nehmen, ist das umso besser. Kann laufen, kann das Velo nehmen. Und wenn er nicht mag, kann er das Elektrobike nehmen. Jeder macht das in seinem individuellen Prozess. Der wichtige Faktor ist, er muss sich dort wohlfühlen, er muss seine Gesundheit nicht schädigen auch, und es muss irgendwie noch machbar sein in seinem Bereich auch. Habe ich das gut beantwortet jetzt? Jawohl, okay. Wie lange muss man denn oder trainieren? Also erstmal, ist man dann da weiter? Ja, also du kannst jetzt schon rein, gell? Du kannst jetzt schon. Also, die goldenen Handschuhe waren schon mit den Schuhen. Ja, du bist ja schon mal drinnen gesehen. Das ist schon mal geboren. Ja, das braucht ja viel Vorbereitung. Ja. Wahrscheinlich. Ich erlebe, man muss auch die Realität zuordnen. Das Fitnessboxen ist für jeden zugänglich. Da braucht es keine speziellen Skills, ein bisschen Beweglichkeit. Man muss gesund sein, man muss den Gesundheitsbogen ausfüllen. Und dann kann man auch schon in den Ring rein und einfache Übungen machen, aber keine Kopftreffer. Das ist das Fitnesstraining, ohne harte Kopftreffer. Aber bis zu einem Wettkampf auch, bis zu einem Wettkampfniveau, braucht es im Schnitt auch sicher ein Jahr intensives Training. Intensiv heisst, dreimal pro Woche hier vorbei tanzen und ich kontrolliere das. Ich mache da alte Schulen, Högli, gell, wenn jemand nicht kommt, Leute ja, muss sich abmelden.
Er muss zusätzlich Laufeinheiten machen und Krafteinheiten auch. Und dann haben wir noch die Zusatztrainings auch. Also das ist ein rechter Aufwand, das unterschätzen die viele Leute auch. Ihr habt es ja vorher gesehen, zwischen dem Spielen und dem Boxen ist visuell schon ein Unterschied. Und bis man das erarbeitet hat, ich sage auch, das ist nicht anders als Klavierspielen auch. Oder? Da sagt einer, wie lange brauchst du, bis du im Orchester kannst, spielen kannst. Ich sage, ja, dann brauchst du ein paar Jahre, ja, brauchst einen rechten Aufwand. Und je nach Aufwand, den du leistest, das heisst, wenn du sagst, ich komme eine Stunde pro Woche, ist das super. Das ist aber auch dein Fortschritt, eine Stunde pro Woche. Auch, oder? Und dann kannst du auch nicht die Erwartungshaltung haben, ich möchte Profiboxer werden. Nein, dann musst du halt die Erwartungen konsolidieren. Und da kann ich dazu beihelfen. Und sonst musst du das entweder mit deinem Instagram-Account faken oder sonst nicht mehr zu anders herangehen. Ja. Ja. Jetzt die Schläge, die sind natürlich recht heftig. Wenn man die längerfristig muss genau. Es hat jeder Schlag am Kopf verursacht irreversiblen Schaden auch. Wie auch Alkohol, Zigaretten auch irreversiblen Schaden verursachen. Es ist eine Frage von Intensität und Quantität. Aber ganz klar, ein Schlag am Kopf ist nicht gesund. Da sind wir uns auch bewusst. 90% der Leute hier drinnen machen keine Kopftreffen, machen kein Hard Sparring. Das sind von unseren 400 Mitgliedern, kannst du das ausrechnen auch. Und die anderen, die das machen, müssen das kontrolliert machen und strukturiert sukzessiv aufbauen. Aber das Bewusstsein ist da, dass also vor allem die Schläge am Kopf ungesund sind. Das ist genauso wie bei einem Kopfball oder ist auch beim American Football, wenn Leute aufeinander prallen, beim Eishockey. Überall dort, wo der Kopf geschüttelt wird, hat das Konsequenzen auch. Das ist so ein bisschen der negative Aspekt, wo man sich auch ganz klar bewusst sein. Ich bin der Erste, der das sagt. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel kassiert. Dann kann man das Training ein bisschen regulieren. Man kann es aber nicht ganz, ich kann es nicht eliminieren. Wir haben einen negativen Teil in diesem Sport, der gesundheitlich nicht förderlich ist. Das ist ein wichtiger Bereich. Ja. Okay, wie geht es bei euch weiter? Was ist die nächste kreative Lösung? Ja. Auflassen, das Wochenende schon mal, ja, je nachdem. Dann glaube ich, ja, schließen wir doch den Creative Morning. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugeschaltet seid, euch zugeschaltet habt. Ich möchte natürlich noch, genau, mich bedanken beim Team, bei unserem tollen Creative Mornings Basel-Team. Die Anki am Empfang heute wieder dabei, das war schön. Der Nils, der hier filmt. Der Charlie, der eingesprungen ist und heute tolle Fotos macht, vielen Dank. Dann Sarah, die auch noch ja, okay, besten Dank. Vielen, vielen Dank. Ich bitte nachher kurz, der Laurent ist auch bei mir im Verein als Vorstand. Er wird euch nachher beim Rauslaufen einen Kugelschreiber anbieten, den ihr mitnehmen könnt, als Erinnerung. Ist das gut so? Du hast ja gefragt, soll ich kommen oder nicht? Ich habe gesagt, du musst kommen, ich brauche deine Hilfe. Jeder ist wichtig. Ja, vielen Dank für den Einblick. Merci auch. Danke. Merci.